Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben heute den 30. Dezember 2019, also den Termin, an dem wir unser letzten Workshop in diesem Jahr durchführen. Und ich freue mich darauf, Ihnen wieder interessante Dinge mitteilen zu dürfen, die vielleicht hier und da hilfreich sind, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Ja, ich schaue mal in den Chat. Und sehe, dass schon wieder eine große Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern sich eingeloggt haben. Wir werden ja mit dem heutigen Workshop nicht nur das Jahr beschließen, sagen wir workshopseitig sozusagen, sondern ich bitte Sie auch, Sie bekommen da eine extra E-Mail von mir demnächst, sich neu zu registrieren, denn wir beginnen eine neue Workshop-Serie mit dem Januar. Das ist aus technischen Gründen notwendig und andererseits haben wir die Möglichkeit, auch eventuell dort bessere Videoqualität zu übertragen. Das haben mir die Ingenieure, die das Portal betreuen, zumindest versprochen. So, nun werde ich die Slides öffnen, also unsere Abläufe hier darstellen und werde gleichzeitig im Hintergrund, wie das schon immer üblich ist, Ihnen zum Download diese Folien, die hier dargestellt werden, zum Download als PDF anbieten. Sie können es also ab sofort und über die gesamte Zeit unseres heutigen Workshops herunterladen. Und ich würde mich freuen, wenn es dem einen oder dem anderen hilft, diese PDFs, diese Datei zu verwenden, um sich eine kleine Dokumentation anzulegen. Ja, ehe wir nun auf die Hinweise kommen, und ich kann Ihnen sagen, unter anderem ist da ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für mich dabei gewesen, über das ich berichten kann, möchte ich den wichtigen Hinweis geben. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, diejenigen, die schon öfter hier teilgenommen haben, wissen, das ist einfach Pflicht, dass wir das angeben. Wir müssen also mit unserer Formulierung sehr sorgfältig umgehen, damit wir nicht in die Kritik anderer geraten, die mehr Macht haben. Ja, und schon bin ich beim, sagen wir mal, Weihnachtsgeschenk des Jahres 2019 für mich. Ich habe mich unglaublich gefreut über eine Nachricht, die meine Anwenderin geschickt hat. Die besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, den möchte ich Ihnen jetzt hier gleich vermitteln. Eine ältere Dame hat das Problem seit Kindheitstagen, dass sie eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, vor allem gegenüber Fructose. Ich weiß, dass viele Menschen darüber klagen und da große Probleme haben, eine große Einschränkung in Lebensqualität. Und wenn man das ertragen muss, wenn man schon im älteren, fortgeschrittenen Alter ist und das seit Kindheitstagen ertragen muss, ist es umso dramatischer. Und so schreibt mir die Anwenderin, das ist die Tochter der Dame, die das betrifft, schreibt mir die Anwenderin voller Freude und die Freude überträgt sich gleichzeitig auf mich, dass nur nach einer Anwendung, ich wiederhole, nur nach einer Anwendung, der Anwendung Verdauungsstörungen, die Anwendung hat den Quellencode Index A337, alles wieder gegessen werden kann und zwar ohne Beschwerden. Das muss man sich mal vorstellen. Eine einzige Anwendung A337 und die über Jahrzehnte, sagen wir mal, empfundenen Einschränkungen der Lebensqualität, nämlich der Nahrungsmittelunverträglichkeit gegenüber, hauptsächlich gegenüber Fructose, haben sich hier erledigt. Und das ist natürlich wunderschön. Ich glaube, dass man die Anwendung auch noch öfter machen sollte, wiederholen sollte, das denke ich, um das eben anzuhalten. Aber ich muss Ihnen sagen, größte Freude für mich, so ein Erfolg. Ich gebe diesen Erfolg gern auch weiter. Und ich unterstelle einmal, die Anwenderin hat es nicht weiter ausgeführt, aber ich unterstelle einmal, dass dort auch wirklich alle Randbedingungen, über die wir heute auch wieder sprechen müssen, alle Randbedingungen optimal eingehalten wurden. Aber die Sache geht weiter. Dieselbe Anwenderin schreibt weiter.
dass bei ihrer 98-jährigen Oma nach zweimaliger Anwendung des Programms gegen Niereninsuffizienz, nämlich das ist das Programm mit dem Quellencode Index A236, eine deutliche Verbesserung der Nierenwerte erreicht wurde. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja, wenn man in dem Zustand einer Niereninsuffizienz ist, ist es ja sehr, sehr bedrohlich. Und wenn es so einfach ist und ohne Risiken, Agilcare einzusetzen mit dem Programm A236, dieses Programm heißt Niereninsuffizienz, dann muss ich sagen, das ist also sehr, sehr erfreulich, dass auch hier schon dieser älteren Dame geholfen werden konnte mit 98 Jahren. Wunderbar. Ich gratuliere der Anwenderin, die diese beiden Erfolge erzielt hat. Und ich verspreche ihr, dass sie bezüglich ihrer individuellen Probleme auch gut vorankommen wird. Ich werde ihr dabei sehr gerne helfen. Beide Dinge, die Nahrungsmittelinsuffizienz, Nahrungsmittelunverträglichkeit und die Niereninsuffizienz, wenn wir die hier sozusagen mit dieser Mitteilung beseitigt haben, das ist keinesfalls ein wissenschaftlicher Beweis dafür nach der Schulmedizin, dass Agilcare dafür zuständig ist. Aber ich brauche solche Beweise nicht, denn hier geht es darum, dass es denjenigen mit ihrer Lebensqualität besser geht. Und Hut ab bei Niereninsuffizienz. Alle Achtung, Chapeau. Vielen, vielen Dank für diese Erfolgsnachrichten für alle beide. Und ich gebe sie hier in diesem Rahmen wirklich sehr gern weiter und hoffe, dass wir bei dem einen oder anderen damit auch einen Hinweis geben können, wie er oder sie dann ihre Lebensqualität verbessern kann. Ja, Sehnscheidentzündung in der Hand ist eingetreten durch eine Überlast. Das handelt sich auch um eine weibliche Anwenderin. Und ich habe empfohlen, die Anwendung mit dem Quellencode Index A303. Sie lautet Sehnscheidenentzündung. Und eine Anwendung wurde durchgeführt und siehe da, Schmerzfreiheit ist eingetreten. Das ist schon toll, wenn man das vergleicht mit den Anwendungen, die die Schulmedizin da zur Verfügung hat, in den aufwendigen Einschränkungen und so weiter, hier auf dem Gebiet die Lebensqualität zu verbessern. Durch wiederum in dem Falle, der Bericht lautete auch eine einzige Anwendung und es war Schmerzfreiheit da. Gratulation. Auch hier muss ich sagen, Sehnscheidenentzündung ist ja eine verbreitete Einschränkung, eine verbreitete Erkrankung, verbreitete Symptome sind das, die mit großen Schmerzen einhergehen. Wenn man das so gut hinbekommt, dann ist das für mich einerseits eine große Freude, andererseits aber auch ein Beweis dafür, dass hier die Randwerte gut eingehalten wurden. Die Kinder eines Anwenders haben sozusagen Magen-Darm-Beschwerden und sie deuteten auf ein Virus hin, weiß ich nicht, wie Sie das festgestellt haben, scheinbar nur vermutet. Und ich habe daraufhin gesagt, die Anwendung A30, also Quellencode Index A30, Bauchschmerzen durchzuführen gegen die beteiligten Parasiten. Und ich hoffe, ich habe noch keine Rückmeldung. Ich hoffe, dass es geholfen hat. Ich hoffe, dass es auch noch rechtzeitig vor dem Fest geholfen hat. Ich bitte die Schreibfehler hier auf dieser Folie zu entschuldigen. Es musste alles sehr schnell gehen und ich hoffe, Sie erfassen den Inhalt trotzdem. Also es ging um Kinder und um möglichst. Es wurde mitgeteilt nach einer Laboruntersuchung, dass im Ergebnis Rickettsien und Babesien festgestellt wurden. Welche Anwendungen sollen durchgeführt werden? Und hier war es für mich einfach, diese aufzusuchen und zu empfehlen. Und meine Empfehlung gegen die beteiligten Parasiten lauten also erst einmal die Anwendung mit dem Quellencode Index C1378, Rickettsia, und die Anwendung mit dem Quellencode Index C113, Babesia. Beide Anwendungen werden sehr häufig durchgeführt. Ich bekomme dazu auch sehr viele Rückmeldungen, die, wenn ich mich recht entsinne, durch die Bank alle relativ schnell diese Parasiten beseitigt haben. Hier noch ein kleiner Hinweis.
Diese Frage, die erreichte mich über mehrere Kanäle. Also wir nutzen ja, oder Sie können ja nutzen das Ticketsystem, eine normale E-Mail. Sie können die Shop-Einfrage stellen. Sie können auf anderem Wege mir die Frage stellen, zum Beispiel wochentags zwischen 9 und 10 Uhr am Telefon, also am Telefon zwischen 9 und 10 Uhr. Und hier wurden sozusagen alle Kanäle benutzt und das ist natürlich eine kleine Belastung, ich will mich nicht beschweren, aber es ist einfacher, wenn Sie sich mit Ihrer Anfrage auf einen Kanal, auf einen Kommunikationskanal beschränken und ich empfehle Ihnen da vorzugsweise das Ticketsystem zu nutzen. Wenn überhaupt einige jetzt hier teilnehmen oder die Aufzeichnung sehen und Sie feststellen, dass deren Frage noch nicht alle Fragen, noch nicht alle beantwortet wurden durch mich, da muss ich mich entschuldigen. In der ablaufenden Zeit hatte ich sehr viel zu tun, auch mit der Umsetzung in radiologischen Praxen, die ich betreue als IT-Administrator, nämlich die Umsetzung von Windows auf Windows 7 oder Windows 8 auf Windows 10 umzusteigen. Das hat sehr viel Zeit beansprucht und beansprucht auch noch in den letzten Stunden des Jahres noch viel Zeit von mir. Deshalb bitte ich um Entschuldigung, dass ich nicht rechtzeitig beantworte. Sie bekommen alle Ihre Fragen, aber noch beantwortet, so wie ich dazu komme. Bei einer Bioresonanzuntersuchung, also auch einem diagnostischen Vorgehen, wurden einem Anwender Streptokokken, Borrelien, Epstein-Barr-Virus und Borna-Virus bestätigt und bescheinigt. Und meine Empfehlung hierbei sind die hier aufgelisteten Anwendungen, nämlich gegen die Parasiten vorzugehen. Und das sind ja alles Bezeichnungen für Parasiten. Und dort die Anwendung A317 Streptokokkeninfektionen, die Anwendung ALT4 Borrelien, die Anwendung A79 Epstein-Barr und gegen Borna-Virus die Anwendung mit dem Quellencode Index WEI41. Borna-Virus wird ja häufig bei Tieren beschrieben, aber ist, wir wissen das aus einem Diskussionsbeitrag einige Workshops zuvor von einer professionellen Anwenderin, einer Ärztin, dass Borna-Virus auch eine große Bedeutung hat, bezüglich der Infektion gegenüber Menschen. Deshalb hier auch diese Anwendung WEI41 Borna Disease durchzuführen gegen Borna-Virus. Ich drücke die Daumen, dass das alles gut funktioniert und dass man dann mit Bioresonanzuntersuchung wieder bei dem Anwender, bei der Anwenderin, die diese Frage gestellt hat, hier einen Negativbefund bekommt. Krampfadern, ich sprach schon mehrfach darüber. Es gab eine Frage zu Krampfadern und zwar ausgeprägten Krampfadern, gerade erst in dieser Woche wieder. Meine Empfehlung gegen die beteiligten Parasiten sind die Anwendung A334, also Quellencode-Index A334, Varizin. Dort steht auch noch in Klammern Krampfadern. Ich möchte vielleicht mal an der Stelle das nutzen und kurz erklären, wie man sich vorstellt, dass das überhaupt funktioniert, wenn wir gegen Parasiten vorgehen. Wir haben eine Sauerstoffminderversorgung des Bindegewebes in den Venen, hier in dem Bereich meistens der unteren Extremitäten. Und da wiederum sehr häufig bevorzugt und beginnend im Bereich der Unterschenkel. Und diese Minderversorgung mit Sauerstoff ruft die Zellen dazu auf und ganz speziell die Mitochondrien, ihre Energiegewinnung anders darzustellen, anders zu realisieren. Sie kommt also in Not, die Zelle, und steigt um von der ATP-Erzeugung, also der herkömmlichen Erzeugung, wo Sauerstoff gebraucht wird, steigt um auf die alkoholische Gärung. Und bei dieser Gärung verändert sich sozusagen das Umfeld in und um die Zellen. Und in diesem Umfeld, in diesem Milieu, was gekennzeichnet ist durch Verringerung des pH-Wertes, also
Übersäuerung in diesem Bereich, fühlen sich dann bestimmte Parasiten, die wir nicht so mögen, sehr wohl. Und ich rede bei den Parasiten über Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und Einzeller. Und die fühlen sich dort sehr wohl und sie erhalten dieses Milieu, erhalten sozusagen, wenn ich so sagen darf, diese Erkrankung. Sie bilden eine Symbiose zur Erkrankung. Und immer wenn sich neue Zellen bilden, bilden sie sich unter dieser Belastung, dieser in Disbalance geratenen Parasitenansiedlung. Und wir erhalten sozusagen, und die Erkrankung, die Krampfadernerscheinungen werden immer deutlicher und es prägt sich immer mehr aus. Wenn wir diese Parasiten durch die Anwendung von Agrikea zerstören, und das scheint uns zu gelingen, wenn wir das Richtige machen und die richtigen Randbedingungen einhalten, dann werden sozusagen die Parasiten zerstört und nach durch Neubildung der Zellen, nämlich der Bindegewebszellen in den Wänden, in den Gefäßwänden der Venen, kommen dann sozusagen neue Zellen. Die alten sterben ab und neue Zellen unter den Bedingungen der Nichtbelastung durch in Disbalance bestehenden Parasiten. Und das ist sozusagen eine neutrale, ich möchte mal auch sagen, ein gesundes Milieu. Und dann haben diese Zellen nicht mehr die Charakteristik einer Bindegewebsschwäche und die Krampfadern dürften zurückgehen. Das ist das, was wir schon mehrfach beobachtet haben. Und je nach Einhaltung der Randbedingungen dauert eben der Vorgang, bis man zufrieden ist, länger, beziehungsweise es geht schneller, wenn die Randbedingungen optimal eingehalten werden. Soweit also eine kurze Erklärung, wie man sich das vorzustellen hat. Das ist im Prinzip wie bei allen Belastungen, die wir haben durch Parasiten auf Zellenebene. Und so können wir auch alle Erkrankungen, betrachten. Das ist ja der große Vorteil von Agrikea, dass wir eben aufgrund des Vorliegens des großen Katalogs von Frequenzmustern hier aus dem Vollen schöpfen können und die geeigneten Anwendungen durchführen können, um die Parasiten zu beseitigen. Frage nach Nagelpilz. Ja, meine Empfehlung wegen der beteiligten Parasiten wäre die Anwendung mit dem Quellencode-Index WEI30, Nail Fungus, was ja nichts anderes heißt als Nagelpilz. Und hier bitte auch daran denken, optimal die Randbedingungen einhalten. Und je nachdem, wo die Nagelpilzbelastung ist, dann eventuell von den Handelektroden mal testweise umsteigen auf Haftelektroden. Das hat hier und da doch schon gezeigt, dass es Vorteile bringt. Und ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass es eben ein Vorteil sein kann, bezüglich der Geschwindigkeit zur Erreichung des Erfolgs hier vorzugehen. Ja, ich habe schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir die Randbedingungen einhalten sollten. Und Randbedingungen vor der Anwendung ist der entsprechende Elektrolyttrunk, dem ich jeden empfehle, der das 20. Lebensjahr überschritten hat. Und Randbedingungen ist auch für jeden, egal wie alt, für optimale Entgiftung zu sorgen. Und da gehört zum Trinken sauberen Trinkwassers Naturzeolith dazu. Aus meiner Sicht Naturzeolith 10 Mikrometer, weil ich dieses als das qualitativ Beste kenne. Ich habe die Anwendung bzw. meine Angaben, meine Empfehlung zum Elektrolyttrunk, also das Rezept, verändert. Und ich bitte Sie also auf der Seite ulrich-mtc.de/download, das dort zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht auch umzusetzen. Und ich habe auch die Anwendungsempfehlung für Naturzeolith verändert. Sehen Sie das bitte auch auf dieser hier eingeblendeten Seite ulrich-mtc.de/download. Beim Elektrolyttrunk musste ich nämlich feststellen, dass diejenigen, die Kokoswasser zu sich genommen haben, nicht ganz so effektiv waren bezüglich des Erzielen des gewünschten Erfolges, wie diejenigen, die den Elektrolyttrunk mit Zitrone etc. Verwendet haben. Deshalb habe ich das mit dem Kokoswasser herausgenommen und ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen schnelleren Weg aufgezeigt habe, zum Erfolg zu kommen. Und beim Naturzeolith ist es so, dass ja meine alte herkömmliche Empfehlung war,
einmal am Tag 6 Gramm einzunehmen. Und jetzt haben wir das aufgrund ärztlicher Untersuchungen bei Patienten, die eine Quecksilbervergiftung hatten, haben wir das festgestellt, dass man effektiver ist, wenn man die Gesamtmenge von 6 Gramm Naturzellulit am Tag aufteilt in 2 mal 3 Gramm. Und Sie können das nachlesen auf dieser von mir eingeblendeten Seite ulrich-mtc.de/download. Dort finden Sie einen Link zum Naturzellulit. Ja, nun bin ich noch gar nicht am Ende. Das sehe ich gerade, kam ja noch ganz schnell eine Frage nach Rosacea im Gesicht bei mir an, die ich kurz vor dem Workshop bekommen habe, diese Anfrage. Und ich wurde gebeten, über diesen Workshop darüber zu sprechen. Und so meine Empfehlung dabei, und ich habe die auch schon öfter bei dieser Indikation gegeben, machen Sie bitte die Anwendung gegen die beteiligten Parasiten. Die lautet O mit dem Quellencode Index OEI16, also Quellencode Index OEI16, und die heißt Rosacea. Damit werden Sie nach meinen Erfahrungen sehr schnell zum Erfolg kommen. Und da es ja sichtbar im Gesicht ist, werden Sie also auch den Erfolg relativ schnell sehen. Bedingung ist, Randbedingungen optimal einzuhalten. Da kam von derselben Fragerin noch die Frage, dass ihr Mann einen Knubbel am Hals hat und was sie da einzusetzen hat. Da muss ich sagen, hier ist es unbedingt notwendig abzuklären, was es mit diesem Knubbel am Hals auf sich hat. Es könnte sich um ein harmloses Lipom halten und dann wäre die Anwendung Lipoma zu empfehlen, aber unbedingt bitte diese Ursachen, Hintergründe und Umstände dieser Raumforderung Knubbel am Hals klären. Das ist, denke ich, unbedingt notwendig, wenn man verantwortungsvoll vorgeht. Ja, jetzt bin ich sozusagen am Ende mit meinen vorbereiteten Slides und vorbereiteten Hinweisen für Sie, die hoffentlich auch wieder hilfreich sind und waren für Sie hier Ihre Lebensqualität durch Anwendung von Agilcare noch zu verbessern. Ich wünsche Ihnen und allen anderen Teilnehmern und allen anderen Anwenderinnen und Anwendern von Agilcare einen guten Rutsch ins neue Jahr und wünsche Ihnen, dass das Jahr 2020 ein gesundes wird für Sie. Leben ohne Krankheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Workshop. Ich erinnere Sie daran, dazu bekommen Sie noch eine Bitte von mir, sich separat zu registrieren, damit wir noch erfolgreicher sind, auch in der Qualität. Vielen lieben Dank, alles Gute Ihnen allen und vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme und für Ihre Volkschaft. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, Workshop am nächsten Montag.